Ja, ich weiß nicht, Ephadaios und Jalan sind ja zu diesen Matrosen gegangen. Ich werde dann mal so zu unserem Lager gehen, wo ja Rodrigo und Wascha dann sind und das mal berichten. Die sind gerade im Zelt verschwunden vor einiger Zeit. Ja, die Zelttür steht sogar noch offen und man sieht gerade, wie Rodrigo und Wascha sich küssen, aber beide komplett angezogen liegen sie da und Wascha liegt auf Rodrigo drauf, aber mehr ist es auch nicht. Die Schlange zischelt da jetzt Ja. gerade noch ein wenig rum, halb um hier sozusagen an Wascha angeschmiegt, zwischen den beiden schon fast liegend. Ja, also wenn die Zelltür offen ist, dann hocke ich mich mal davor. Und ja, preise die Schönheit, ihr beiden. Washashi da, dieser Nebel, brauchst keine Angst haben, der wird verschwinden. Muss ich Spätestens in kurz einer von Stunde, Rodrigo glaube ich. lösen. Es war nicht unbedingt der Nebel. Was waren die Stimmen? Diese Stimmen. Nun, diese Stimmen, hast du das mitgekriegt, was dafür verantwortlich war? Das Gras, oder? Hat der Inquisitor gesagt. Genau, das Gras soll diese Stimmen verursachen. Und sonst soll es auch nicht gefährlich sein. Ich habe noch nie Gras gehört, das sowas macht. Geistergras. Bist du sicher? Der Inquisitor hat es zu mir gesagt. Geistergras. Also sind hier keine Untoten unterwegs? Drüber zuckt mit den Schultern. Das weiß ich nicht. Ich meine, auf Gräbern wächst ja auch Gras und vielleicht kommt das daher. Nun, der Inquisitor sagte, dass dieses Gras normalerweise in der Wüste wächst. Ich weiß nicht, ob dort viele Gräber sind, die das verursachen. In der Wüste sterben viele Menschen, wenn es heiß ist und sie kein Wasser haben. Ich war schon in der Wüste. Aber Forsti, habe ich sowas schon mal gesehen in der Wüste? Dadurch, dass du maximal bis Fasar gekommen bist und nicht in die Kurven oder sowas vorgedrungen bist, nein. Naja. Also, wenn du wirklich sagst, es ist in Ordnung, dann ich muss mich trotzdem dran gewöhnen. Klingt irgendwie unheimlich. Naja, eine ruhige Nacht wird wohl heute nicht werden. Aber Zumindest. zumindest droht uns keine Gefahr, wenn wir dem glauben können, was der Inquisitor gesagt hat. Wenn ihr die Wachen einteilt, teilt bitte so ein, dass ich mit Wascha zusammen Wache halte und beziehungsweise dass wir zusammen schlafen. Gut, dann werde ich dafür sorgen. Ich werde es mit Jalan besprechen. Der hat sich sicherlich schon Gedanken dazu gemacht. Du, Brindijan? Ja. Vielen Dank, dass du extra nochmal gekommen bist, um mir das zu sagen. Ich vertraue dir, weißt du? Gut, sehr gerne. Wenn ich dich etwas beruhigen kann, dann tue ich das gern. Kurzes Lächeln, eher ein bisschen gequält, weil immer noch sehr ängstlich gucken, aber es sieht auf jeden Fall aufrichtig aus. Ja, Brindijan lächelt auch, aber gänzlich ungequält. Ja, der scheint sich ziemlich gewiss zu sein, dass hier keine Gefahr droht. Zumindest nicht von dem, was wir bis jetzt gesehen haben. Bis gleich, Brindijan. Wenn was ist, ruf mich einfach. Na klar, Halte ich Wache lasst euch oder nicht was weiter auch immer. stören. Ja, wir haben extra die Tür offen gelassen, damit wir alles mitbekommen, was draußen passiert. Er zwinkert dir einmal zu. Und du siehst vielleicht gleichzeitig, wie seine linke Hand an Boschas Hintern wandert. Aber Ja. natürlich haben wir noch Kleidung an, da ist nicht wirklich viel, was da jetzt gerade passiert, außer dass Rodrigo die Hand darauf legt. Ja, das nimmt Brindisi dann trotzdem zum Ansatz und verschwindet dann wieder. Ist dir besser, Rodrigo? Bitte. Geht's dir besser? Etwas. Ich glaube, das Gespräch mit meiner neuen Familie tut mir immer gut, desto mehr Leute dabei sind. Schau dir dich dann kurz an. Ich Nickt habe dir zu. gerade beim Küssen versucht, dein Husten etwas zu verbessern. Hat das geholfen? Ja, ich glaube schon etwas. Es rasselt nicht mehr so beim Einatmen, aber das war ja auch nur Schmerz. Das ist nicht weiter schlimm. Aber danke. Und er küsst dich nochmal. Der schmiegt sich an dich, immer noch ein bisschen zittern. Was macht der Hexenspeichel mit Krankheiten? Also Krankheiten, Würde wahrscheinlich doppelt so stark heilen, ne? genau. Also das ist ja LEP gibt es ja 2 für 1. Genau, Also aber für wenn du Gift ist es dann 1 zu 2, ne? genau, und Krankheiten ist 1 zu 1 quasi. Okay. Wie viele ASP hast du denn reingesetzt? Ich habe von die Gods 3 LEP zugegeben, das heißt 6 ASP. Gut. Ja.
Ja, ihr müsst noch keine Konstiprobe machen. Das machen wir später, wenn ihr regeneriert oder regenerieren wollt. Vorher wird wohl Jalan von Riedkötter eingeladen, in seinem Zelt zu nächtigen. Das sollte, glaube ich, selbstverständlich sein. Wenn es ein Vier-Mann-Zelt ist, dann wird der Ritter seinen Kameraden einladen, bei ihm zu nächtigen. Das ist natürlich selbstverständlich, aber vorher wollte ich mir eigentlich mit Everdias zusammen diesen Haken handgreifen. Ja. Ganz kurz noch, Frosty, ich würde sonst auch noch eine Heilkunde Krankheiten machen, wenn ich da irgendwas anderes machen soll, als die Elixier zu geben, weil es natürlich nicht am teuersten ist. Also wenn du jetzt sagst, dass es eine Krankheit oder Gift ist und ich soll darauf würfeln, dann wäre es natürlich einfach sinnvoller. Ja, du hast Weil keine das ist Ahnung, ob nicht es so eine teuer. Krankheit ist. Also. Nee, aber der Zauber wird den jetzt trotzdem anders wirken. Genau, Ja. darum geht Sie es ja. sagt ja, sie sagt 6 ASP an, du sagst dann, wie viel E das heilt. Genau. Weil es Also, selbst genau, erstmal ist es nur der Schaden, den du geheilt hast. Ob jetzt eine Krankheit nochmal Nee, thematisiert. wenn der Schaden durch Krankheit entsteht oder durch Vergiftung entsteht, heilt der Zauber ja mehr. So ist der Zauber ja Exakt. ausgelegt. Also Also. die LP und Wunden sind quasi am teuersten. Die Krankheiten sind quasi gleich teuer und die Gift gibt sogar was zurück. Also da gibt es zwei LP für einen Genau, ASP, deswegen wäre ob es ihr schon. krank werdet, wird dann Das ist ja ja, noch was anderes. Das genau, ist ja also was, das ist ja noch was anderes. noch ist es nur Noch ist es Schaden, Schaden als durch. es ist kein Gift. Genau, es ist kein Schaden, der durch Gift entstanden ist, und es ist kein Schaden, der durch eine Krankheit entstanden ist. Genau. Dann ist alles richtig gelaufen. Richtig. Okay, gut, das wollte ich nur wissen. Alles klar. Ja, dann springen wir mit Ephadaios und alle, die dabei sein wollen, zu Hakenkant. Oh, ich komme darauf hinzu. Bist du Helmer Hakenhand? Ja, selbstverständlich. Komm mal kurz mit. Er wird dann an der Schulter gepackt und ein wenig von der breiten Masse des Ey, nicht so Nebens grob, abgeschoben. ja. Streift auch deine Hand weg. Was ist jetzt? Es gibt Gerüchte in der Mannschaft, dass du wohl ein reihenweiser Meuterer sein sollst. Ist das Hast du so? dazu irgendwas zu sagen? Das ist ja eine Unterstellung. Kann Das ist das eine irgendjemand Unterstellung. beweisen? Da es niemanden gibt, der sich derzeit traut, dich offiziell anzuschuldigen, bleibt es auch bei dieser Unterstellung. Wer war denn Hast du dazu das? etwas zu sagen? Kneift die Augen zusammen. Tut nichts zur Sache. Und den Mann hier wirst du in Zukunft mit Kapitän, ja Kapitän und nein Kapitän ansprechen. Haben wir es verstanden? Ja. Gut. Er hat demonstrativ auf das Euer Gnaden verzichtet. Also, hast du etwas zu sagen? Nein, ich habe nichts zu sagen, Euer Kapitän. Gut. Bleibt es wohl auch erst einmal dabei. Aber ich hab dich im Auge. Ja, ich euch auch. Helmer, verstehe das nicht falsch. Wir sind hier auf einer gefährlichen Mission. Die Mannschaft muss zusammenhalten. Du bist Teil dieser Mannschaft und wir werden natürlich auf dich aufpassen. Aber das sollte hier für jeden gelten, nicht nur für dich. Es gilt auch für mich und natürlich auch für den Kapitän. Sollte man die Mannschaft betrügen, wird einen der Zorn Efforts erfahren. Ja, hör mir mal zu, hört mir mal zu. Ich habe ein Problem mit Inkompetenz und wenn ich irgendwie bemerke, dass das Schiff untergehen könnte und ich kann es eventuell retten, dann bin ich natürlich immer dafür, dass ich dieses Schiff rette, ja. Das gefällt mir. Sollte es vielleicht besser nicht. Ja, mag sein, dass ihr das verstanden habt, Kapitän, aber der Geweihte hier ist vielleicht ein bisschen schwer von Begriff. Zwinkert er dir zu, Jalan, und darf ich jetzt gehen? Meinetwegen geht. Was ihn weg Ja, ist. er nimmt nochmal seine zwei Finger so ein bisschen auseinandergespreizt, den Zeige- und Mittelfinger, deutet auf seine Augen, auf deine, auf seine, auf deine, auf seine. Ja, nach dem Motto, ich sehe dich und dann geht er wieder weg. Wenn wir ihn nicht bräuchten, würde ich ihn hier lassen. Was hat er denn jetzt gemeint? Was habe ich jetzt nicht kapiert? Er meinte, wenn er der Meinung ist, dass der Kapitän nichts taugt, schmeißt er ihn lieber über Bord und macht die Chance selber. Aber ich dachte, er war nie Kapitän. Oder lässt es von jemand anderem machen, den er für besser hält, um ihn mitzureden. Nun, vielleicht sollten wir, oder zumindest du, ja, dann nicht mehr alleine auftreten, sondern immer in Begleitung eines Söldners.
Ich bin durchaus in der Lage, mich selbst zu verteidigen, falls der Typ meint, er müsste irgendwas versuchen. Ja, das glaube ich dir, aber... Außerdem, wie gesagt, noch sind das alles nur Anschuldigungen, auch wenn er sich ja nicht unbedingt dagegen sträubt. Es gibt hinterlistige Gesellen, die... Naja, okay, wir werden sehen. Gut, wir sollten, wie gesagt, ein Auge auf ihn haben. Vor allem ein Ohr darauf, ob er den Rest der Mannschaft aufwiegelt. Aber uns erst einmal keine Gedanken machen. Ich werde mir den Bug nochmal ansehen und während ihr etwas Ruhe bekommt, die als Schäden entstanden sind, versuchen etwas auszubessern. Ja, ich sehe zu, dass vernünftige Wachen stehen und dann werde ich mich ein wenig hinlegen, denke ich. So. Und dann wird das getan. Wachen aufstellen? Mhm, machen wir. Wie viele Leute haben wir? Paar 20, jeweils zwei Doppelwachen. Drei Stück insgesamt. Ja. Also drei Wachen hintereinander aus jeweils vier Leuten. Wie lange wollt ihr denn nächtigen? Bis hell wird. Hat keinen Zweck sonst. Bis hell wird? Gut. Bis also die Sonne aufgeht. Außer irgendwer ruft jetzt nein, ich brauche mein 3 Uhr Frühstück. Ist nur wichtig, weil ich habe jetzt mit den 8 Tagen gerechnet, dass ihr 4 Stunden fahrt, 4 Stunden schlaft, 4 Stunden fahrt, 4 Stunden schlaft. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt die komplette Nacht skippen, dann wird das natürlich keine 8 Tage sein. Aber das ist dann euer Problem. Oder das Problem von Aventurien. Ausgezeichnet. Dann darf jeder einmal regenerieren. Es gibt dann Leute, die Zelte haben. Dementsprechend ist das nur eine Regeneration minus 1 und alle, die kein Zelt haben, eine Regeneration minus 3. Möchte Konstiprobe zusätzliches Schwert zur Regeneration? Konstiprobe machen wir gleich. Machen wir einfach mal eine Konstiprobe minus 1 für alle. Und ja, schauen wir einfach mal auf die Konzi-Probe, ob da irgendwas Kritisches passiert oder so. Brindigen wird Jalan und Elfadar natürlich auch noch davon unterrichten, was er da rausgefunden hat. Und dann auch die erste Wache mit übernehmen und danach dann gegebenenfalls, also wenn diese Dunkelheit tatsächlich weg ist, dieser Nebel weg ist, aufs Schiff gehen und da sich in der Hängematte legen. Okay. Wenn Brindigen das so mitteilt, wird auch einen Wachposten aufgestellt, beziehungsweise dazu angehalten, immer mal diese Schiffe im Auge zu haben, wie sich der Nebel denn verhält. Also ob er wirklich zeitgemäß verschwindet. Der Fatahus wird einen Großteil der Nacht damit zubringen, also auch wenn das auf Kosten des Schlafs geht, kleine Reparaturen um und am Schiff durchzuführen. Ja, währenddessen. Also ich möchte mich in ein Gebet versenken, um Liturgie, um LKP zu regenerieren. Ja, das ist dann aber nicht mit einer Reparatur verbunden, weil das kein Mirakel Plus ist. Oder was willst du machen? Holzbearbeitung? Zimmermann? Holzbearbeitung? Zimmermann ist Mirakel Plus. Zimmermann ist Mirakel Plus. Na gut, dann hast du Glück gehabt. Möchte Wascher einen Schicksalspunkt ausgeben für die 19? Weil 19 plus 1, ich hatte gesagt, eine Konstiprobe plus 1, 19 plus 1... könnte ungut sein. Hast du minus 1 gesagt? Ja, egal, man kann ja gucken. Plus 1 hätte der Vater noch geschafft. Und Rigo auch. Also möchte Wascher einen 19 neu würfeln. Ist das dann verbrannt oder ist das dann nur für heute? Nur ausgeben, dass du heute keinen mehr hast. Ja, okay. Ist nur eine Frage. Also, wenn du verbrennen, oder? Ja, hast du. Mach ich mal, ich habe euch noch nie einen eingesetzt. Okay. Gut, dann würfel die 19 nochmal nach. In der Hoffnung, dass es keine 19 oder 20 ist. Gut. Dann kriegst Darf du keine. Ich jetzt auch noch einen Punkt extra, die 6, wenn ich ein Stück eingesetzt dann, ja, dann hast du noch einen Punkt okay. extra, stimmt. Genau. Es geht okay, einfach nur dann. Darum, ob du krank wirst oder nicht. Ja, okay. Ephadaios möchte Liturgiekenntnis proben. Brindijan wird auch feststellen, dass der Nebel verschwindet und du kannst dann in der Hängematte nächtigen. Dementsprechend ist es auch nur eine Regeneration minus 1.
Ja, wie sieht das aus? Alle anderen schlafen durch oder versuchen durchzuschlafen. Ephadias wird auf alle Fälle irgendwann feststellen, während er die Nacht über durchwerkelt, dass sich irgendwann die Wasseroberfläche teilt. Und du kannst erkennen, während du gerade einen Hammer schwingst und versuchst, die Reling auszubessern, so ein bisschen wegschrubbst, kannst du erkennen, wie ein riesiges Wesen auf zwei Beinen durch den Ozean wartet. Du kannst sehen, wie es nach oben schnellt mit einem fischartigen Kopf. Du kannst kalte, lidlose Glubschaugen entdecken, einen massigen, blasphemischen Leib, der den Göttern spottet. Und du kannst es riechen, wenn es näher kommt oder von dir weggeht. Auch wenn es weit entfernt ist, du kannst riechen toten Fisch, verfaultes, brackiges Wasser. Du kannst es hören, wie es genüsslich grunzt, wenn es die Kiefer öffnet. Und wenn es sich dann umdreht, sich von dir abwendet, kannst du auf dem Rücken einen riesigen Plattenpanzer erkennen, der dich leicht an die Flügel eines Rochen erinnert. Und fünf Hörner, die daraus wie Stacheln hervorragen. Die Wasseroberfläche teilt sich, wie gesagt, es dreht sich dann einmal von dir weg und stapft in den Ozean hinein. Oh Mann. Niemand anders hat das mitbekommen. Dann war das noch bevor die Sonne aufgegangen ist? Richtig, dann geht die Sonne auf. Und ihr hattet ja das Datum notiert. Dementsprechend der nächste Tag, es könnte der 20. sein. So um die 7 Uhr morgens wird dann die Sonne aufgehen. Und mit Sonnenaufgang wird danach jeder aus dem Bett getreten. Ja, die werden relativ schnell allesamt wach. Die Wachen haben nichts weiteres zu bemerken, nichts zu beanstanden. Man beklagt sich natürlich noch über das Heulen, was von den Gräsern stammt, denn die haben den die ganze Nacht über geweint und geschluchzt. Aber irgendwann hat man das dann so hingenommen. Die Laternen werden wieder eingesammelt, die oben auf den Dünen standen. Die Zelte werden abgebaut. Gut, dann alle Mann wieder an Deck. Macht den Kahn klar, legt ein paar Seile an, damit wir ihn ins Wasser ziehen können. Wir müssen halt ordentlich Fahrt machen. Wo ist denn Ephadias? Ach, da vorne. Ja, dann gehe ich zu ihm hin. Ja, du kannst sehen, wie er auf dem Deck sitzt und die Knie an den Körper herangezogen. Er wippt sich leicht nach vorne und nach hinten, hat seine Hände umschlungen. Euer Gnaden, ihr seht ja gar nicht gut aus. Ich war gerade noch mit den Arbeiten am Schiff beschäftigt, da. Neben ihm liegt nochmal. Bitte? Ja, neben dir liegt auch ein Hammer, also, ja. Ich habe hier gerade an der Reling gearbeitet und ich habe noch einmal die Kreatur gesehen, die, glaube ich, die unter unserem Schiff war. Habt ihr? Ist wo? Weiter draußen, im Wasser. Es wirkte, als wenn sie sich mir noch einmal zum Spotte zeigen wollte, bevor sie sich zum Sonnenaufgang dann verzogen hat ins tiefere Gewässer. Verfluchte. Es. Hoffen wir einfach mal, dass sie sich bei Tag nicht zeigt und wir hier abhauen können. Es ist aus dem Wasser aufgetaucht mit einem riesigen Maul und es hat aber auch. War, als wenn es da stehen würde und auf einen Moment in meine Richtung. Und es hat einen Rückenpanzer, also wenn es unter uns schwimmt, dann können wir es wahrscheinlich nicht angreifen, weil es da gepanzert ist. Und das Ding hat Hörner. Fünf. Fünf Hörner. Ja, nach und nach kommen mehr und mehr Seemänner auf das Schiff und die hatten ja wirklich wenig Sachen, also keine Zelte, die haben dann einfach so irgendwie draußen geschlafen, war ziemlich kalt. Und wenn Ephadaios dann von den fünf Hörnern berichtet und seiner Begebenheit, bleiben sie erstmal stehen mit offenem Mund. Das wird er gegenüber der Crew nicht erzählen. Okay, gut, dann auch, warst du leise genug. Ja, alles okay. Also das erzählt er der ganzen Führungsriege. Gut. Mögen die Götter uns beistehen. Wir können es wirklich gebrauchen. Puh. Na gut, dann halt ihn dann die Hand hin, um ihn aufzuhelfen. Auf die Beine, wir haben viel vor heute. Hi, Kapitän. Gut. Wo ist denn die Karte? Wisst ihr, wo wir sind? An Land, offensichtlich, aber... Ja.
Und hier mit diesem Geistergras, ich weiß ja nicht, ob wir schon bei einem der Gebiete der Heptarchen angekommen sind. Wir müssten noch in der Nähe von Oran sein. Oder ist das weiter im Norden? Und es ist das erste Land, das wir gesehen haben. Gehen wir also mal davon aus, dass wir an dieser Halbinsel hier über Kunchom sind. Also müssen wir jetzt geradeweg gen Osten fahren, richtig? Ja, mit einer leichten Neigung gegen Nord. Nun, der Kurs ist ja noch eingezeichnet. Wir sind ja jetzt an Land. Wenn wir jetzt leicht gegen Norden neigen, fahren wir wieder auf den Strand auf. Gewiss. Ich werde den Kurs setzen und ja, nachher noch versuchen, unsere Karte etwas auszubessern, mehr Details einzuzeichnen. In Ordnung, dann fahren wir also erst einmal 90 Grad Ost, bis das Land verschwindet. Und dann wenden wir uns gegen Norden. Ei. Soll ich mal einen Orientieren würfeln? Mach mal eine einfache Orientierungsprobe, ist nicht erschwert. Ich hab Richtungssinn. Ja, also ihr steht aktuell direkt in Richtung Osten, dadurch, dass ihr euer, also ihr hattet einen nördlichen Kurs und dadurch, dass du das Schiff dann im letzten Moment gedreht hast, steht ihr aktuell in Richtung Osten ausgerichtet. Gut, damit steht der Plan also. Hoffen wir, dass er auch richtig ist. Gut, der Kurs ist gesetzt. Kapitän, wenn ihr Befehl gibt, werden wir Wind in die Segel lassen. Wie sieht das aus? Müssen wir erst gezogen werden oder haben wir genug Tiefgang, um direkt abzusegeln? Ihr könnt das mit dem einen oder anderen Handgriff, also da wird man so ein bisschen versuchen zu, ja, wirklich schieben kann man so ein Schiff nicht, gerade wenn man keine Beiboote hat zum Ziehen oder sowas. Ihr kriegt das hin. Ihr kriegt das hin, dass ihr wieder auf offene See kommt. Alles klar. Gut, ihr habt die ganze Nacht geruht, jetzt könnt ihr was tun für euer Geld. Setzt die Segel, wir fahren los. Jawohl, Helmer, hoch den Anker! Ja, Anker wird nach oben gezogen und ihr könnt weiter in die blutige See stechen. Nimmt so ein bisschen Abstand von dem Festland an, damit ihr da nicht auf eine, Felsen oder sowas aufstoßt oder auf so eine, ja, Erhebung von Sand. Wenn das wieder so obsidianartig ist und euch den Rumpf aufreißt, wird das, glaube ich, sehr unschön. Also Brindigian hat dann davon berichtet, sodass ihr dann da genug Entfernung aufbaut. Nach einer Stunde werdet ihr sehen, dass sich vor euch eine Landmasse befindet. Das heißt, es gibt hier keine Insel oder sowas, sondern das Land wird hier weiter in Richtung Süden abdriften. Ihr seid euch nicht ganz sicher, wie weit das geht. Es ist vielleicht wieder nur eine kleine Landzunge. Aber da, wo es dann in Richtung Süden geht mit der Landzunge, gibt es so eine kleine Bucht. Und in dieser Bucht könnt ihr tatsächlich auch erkennen, wie da wohl ein Dorf zu erkennen ist. Tulamidische Bauart oder in dem Fall aranisch, vielleicht sogar oronisch. Ihr seid euch nicht ganz sicher, inwiefern das jetzt politisch Aranien oder Aronien ist. Also es ist ein kleines Dorf. Hat auch einen kleinen Hafen, wo allerdings keine wirklichen Schiffe vor Anker liegen. Ist noch einige Entfernung. Nun, wir haben keine Veranlassung, derzeit danach zu gehen, oder? Unser Kart ist nicht eingezeichnet, aber... Vielleicht sollten wir fragen, wo wir sind, sagt Rodrigo sehr leise zum Kapitän und zum Ephalaios, dass auf jeden Fall die Mannschaft das nicht hört. Wir wissen, wo wir sind. Und er nickt. Okay, ich bin schon wieder in den Wanden verschwunden. Und entfernt sich von den beiden. Einfach da, also ihr wisst, wo wir sind, richtig? Ich habe eine Schätzung. Zeige ich einmal auf unserer Karte diese Position der Okuri. Haltet ihr diese Schätzung für gut genug, um weiter zu segeln? Ich versuche mal einmal abzuschätzen, wie lange wir brauchen, um in Land zu gehen und im Dorf nachzufragen. Also, ja, wie gesagt, wenn du das Dorf da entdeckst, durch dein Fernglas, das wird wohl noch, ja, 5, 50, überlege gerade,
sieht man bei dem Dorf irgendwelche Flaggen? Keine Flaggen, nein. Kannst du auf die Entfernung nicht erkennen. Wie gesagt, keine größeren Handelsschiffe. Das sind so um die 5 Meilen sind das so. 5 Meilen. Ihr habt noch 5 Meilen Entfernung zu diesem Dorf. Ort. Und könntet da anlegen. Das dauert nicht so lang. Warte, ich prüfe mal herum. Das glaube ich eine gute Idee. Ja, ich denke, wir sollten an Land gehen. Und nachfragen. Ei, das ist sicher klug, ein falscher Kurs. Anbetracht, dass es uns nicht so viel Zeit kostet. Hoffen wir einfach mal, dass die Leute vor Ort uns überhaupt da weiterhelfen können. Wir sollten sie vielleicht noch vor dem Dämon warnen, dem wir begegnet sind. Ja, ungefähr 20 Minuten später habt ihr den Kurs so gesetzt, dass ihr die Segel langsam aus dem Wind nehmen könnt. Ihr seid in diese Bucht eingelaufen und steht jetzt vor... oder liegt jetzt kurz vor dem Hafen, könnt ihr viele Fischerboote erkennen. In dem Dorf ist an sich nichts los. Ihr könnt niemanden erkennen, der auf den verfallenen Straßen herumgeht, schleicht. Es ist, wenn ihr so wollt, ein Geisterdorf. Ihr könnt keine Geister erkennen, aber es ist einfach niemand da. Wir haben hier also Gefährten gesammelt und angelandet. Sind wir hier schon? Es gibt einen Steg oder so, oder sind wir am Strand? Nee, also ihr habt hier auch einen gebauten Hafen. Ja, die Stege sind so gefertigt, ihr könnt dann an dem einen anlanden, macht euch da dann fest. Das ist gar nicht so sehr schwer, aber die Stege sind modrig, leicht Grünspan angesetzt. Also, ob die wirklich zu benutzen sind? Das Holz könnte sehr weich sein, sodass man da einfach dann durchbricht. Und wir haben kein Beiboot. Wir legen also so nah an Land wie möglich an. Gut. Die letzten 5 Meter Steg sollten besser betretbar sein, denke ich. Gut. Braucht noch jemand was oder will jemand auf dem Schiff bleiben? Rodrigo schaut, wie viele des Kapitäns sind. Gut, dann fertig machen. Ja, wir gehen alleine, der Rest bleibt hier. Also, ihr 5. Wer hat das Kommando, während ihr abwesend seid, Kapitän? Kommando hat natürlich... Iris mit Myria. Sie kann ihn einheizen. Kommando hat nicht Myria. Das Kommando hat der gute Ritter von Bärenhain natürlich. Es ist nicht so, als müsste gesegelt werden, während wir nicht da sind.